B2.4. Auf der Strecke AE liegen die Punkte SN. Für die gilt, Länge der Strecke ESN sind x cm mit x Element R und x Element von 0 bis 7,78. Punkte RN liegen auf dem Kreisbogen AD mit dem Mittelpunkt E. Ferner gilt, die Strecke SNRN liegt parallel zu ED. Jetzt die Aufgabe, zeichnen Sie den Kreisbogen AD und die Strecke S1R1 für x gleich 2 in die Zeichnung zu B2.1 ein. So, fangen wir mit dem Kreisbogen AD an. Was wissen wir, dem Kreisbogen AD hat den Mittelpunkt E. Und damit ist ja eigentlich der Radius auch schon bekannt, nämlich Mittelpunkt E zum Eckpunkt A bzw. zum Eckpunkt D, wenn ich in das Dreieck ADE reinschaue, das sind die 7,78 cm, die wir ganz am Anfang ausgerechnet haben bei 2.2. Also einfach Zirkel nehmen, bei E einstechen, Radius von E nach A, also Strecke EA, 7,78 cm. Das ist jetzt leider auf dem Tablet hier recht schwer zu zeichnen, welche keinen Zirkel benutzen kann. Deswegen versuche ich das jetzt einfach mal so gut wie möglich einzuzeichnen, wie es geht. Also, ich mache mir ein paar Punkte rein, die ich jetzt dann gleich zum Kreis verbinde und hoffe, dass es dann möglichst schön wird. Dann kriege ich also hier so einen Kreisbogen ungefähr raus. Ja, ein bisschen wellig ist geworden, das lag jetzt am Tablet selber. Der Stift mag jetzt gerade irgendwie nicht ganz so gerade zeichnen. So, und das ist mein Kreisbogen AD. Was brauche ich jetzt noch? Die Strecke S1R1 für x gleich 2. Hier. So, was weiß ich? Der Punkt S, heißt es hier oben, liegt x cm vom Punkt E entfernt. Wenn x gleich 2 ist, heißt es, S1 liegt 2 cm vom Punkt E entfernt. Nehme ich also mein Lineal oder mein Geodreieck, messe 2 cm vom Punkt E ab. Und dann bekomme ich hier meinen Punkt S1 raus. Die Punkte R weiß ich jetzt hier. Die Farbe hatte ich noch nicht. Die Strecke SNRN liegt immer parallel zu ED. Also nehme ich jetzt hier auch meinen, ja, diesmal kann ich ja dieses Lineal nehmen. Parallel zu ED ist ja hier schön auf den Kästchen. Also ist das meine Parallele. Und Punkt R haben wir oben stehen. Punkte R liegen auf dem Kreisbogen AD. Also sind die hier als der erste in dem Fall hier zu finden. Ja, also nochmal, hier habe ich 2 cm, weil x gleich 2 ist. Parallel zu ED kann ich mit dem Lineal oder Geodreieck einfach einzeichnen. Und Punkt R liegt auf dem Kreisbogen. Das heißt, einfach so lange die Parallele rüber zeichnen, bis ich auf den Kreisbogen treffe. Und da ist eine A1. So, und dann habe ich alles eingezeichnet. Ich überprüfe nochmal. AD-Kreisbogen ist da. Die Strecke S1, R1 haben wir auch für x gleich 2. Also ist die Aufgabe auch schon wieder fertig.